Teil 2, Blooming Onions im Dutch Oven. Auf geht's. Blooming Onions machen wir aus diesen beiden Kollegen hier. Zwei große Gemüsezwiebeln brauchen wir dazu. Dann brauchen wir weiter ca. 2 Teelöffel Oregano gerebbelten. Wir haben 2 Teelöffel Cayennepfeffer. Wir haben ungefähr 300 Gramm Mehl. Dann haben wir hier nochmal ungefähr 3 bis 4 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Knoblauchpulver, normalen schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel und ungefähr so 20 Gramm Salz. Dann brauchen wir noch Milch und 2 Eier. So, wir fangen an mit den Zwiebeln. Die müssen wir uns vorbereiten. Hier unten ist immer so ein Stumpf, den lassen wir dran. Wir werden die oben jetzt erstmal nur glatt abschneiden und dann werden wir die äußere Schale abmachen. Mit den Handschuhen geht das immer ein bisschen schwierig. Die sind ja ordentlich saftig, wie man schon sieht. So. Wir haben jetzt 2 Zwiebeln geschält. Wir haben jetzt an der Oberseite das Ganze flach weggemacht. Das lassen wir noch dran, denn jetzt drehen wir die auf die flache Stelle und dann fangen wir erstmal an, von der Mitte weg, nicht komplett durch, sondern am Strung sozusagen, erstmal das Ganze zu vierteln, um dann nachher die Viertel nochmal jeweils dreifach zu unterteilen. Ja, dann machen wir hier so 1, 2, 3. Ja, so, 1, 2. Beide Zwiebeln haben wir jetzt entsprechend eingeschnitten. Warum haben wir das gemacht? Wenn sie jetzt umdrehen, dann fallen sie schon leicht auseinander wie kleine Blumen. Ja, seht ihr, ne? So, ich lege die nochmal einmal auf die Rückseite. Mucki, jetzt mal eine Frage. Die sind ja beide ein bisschen unterschiedlich. Eine große und eine kleine. Ja. Garzeiten im Dutchofen, hat das einen Einfluss? Müssen wir das beachten? Na, den Dutchofen nutzen wir im Prinzip ja jetzt wie eine Fritteuse. Ne? Wir nehmen das Frittenfett und machen das heiß. Also nicht kein Frittenfett, wir nehmen Frittieröl. Ja. Und okay, bin ich ja mal gespannt. Okay, ich auch. Habe ich noch nie gemacht. So, gut, dann machen wir jetzt unsere Würzmischung, indem wir jetzt die Zwiebeln gleich drin wenden werden. Dazu nehmen wir eine große Schale und erstmal das Mehl rein. Da kommt unser Paprikapulver, das ist kurz überlegen, der Cayennepfeffer, Oregano, Knoblauch, der schwarze Pfeffer und das Salz. Und zum guten Schluss kommt noch die Pfeffermühle zum Einsatz mit diesem groben Pfeffer noch mit dazu. Das Ganze werden wir jetzt vermengen, nur so ein bisschen. Das haben wir jetzt vermengt. Bevor wir die Zwiebel jetzt da reinmachen, machen wir hier noch 2 Eier und Milch, die wir dann auch nochmal verrühren, denn das ist sozusagen der Zwischenstepp. Die werden einmal mit in den Mehl gewendet, dann kommen sie in die Milch rein und danach nochmal in das Mehl. So. Die Hände hier vom Eiweiß befreien. Dann nehmen wir Milch. Einen guten Schluck, so eine 300-400 Milliliter. Und dann wird auch das erstmal vermengt. Das haben wir jetzt vermengt. Jetzt kommen wir zum Mehltuning. Dann gucken wir mal, ob das klappt. So, ganz vorsichtig, weil die fällt fast auseinander. Legen wir die hier rein. Und dann machen wir überall was von dem Mehlgemisch rein. Ihr seht das. Ja. In der Anfangssequenz, wo ich die Zwiebeln eingeschnitten habe, da müsst ihr aufpassen. Das ist mir jetzt auch passiert. Es sind schon so 2, 3 Sachen abgebrochen. Das ist, da müsst ihr wirklich ganz vorsichtig reinschneiden. Und hier jetzt auch gucken, dass ihr die so einzeln auseinandernehmt, die Schichten, und schön das Mehl dazwischen überall. So, erste Zwiebel mit Mehl kommt jetzt in die Milch. Vorher nehmen wir die und drehen die wieder auf den Kopf, dass das überschüssige Mehl
rausfallen kann. Ein bisschen klopfen, dass das rausfällt. Und es gibt schon die ersten Verluste, da sind schon, ist schon ein bisschen Zwiebel abgebrochen. Oh, hier auch. Was ist denn hier los? Zwiebel hat wohl Lepra. So. Jetzt kommt die Zwiebel hier rein. So. Dann nehmen wir auch einen Löffel und gucken, dass wir hier überall das Milch-Ei-Gemisch hier mit reinbringen. Die zweite haben wir jetzt hier drin schon vorbereitet. Die nehmen wir jetzt hier raus. Denn die erfährt ja jetzt genau das gleiche Wellness-Programm. Wellness-Programm. Wie die große Schwester hier. So. Die hat auch noch nicht so viel Lepra, da ist noch nicht so viel abgefallen. So, die lege ich kurz hier hin. So. Und jetzt taucht das da wieder rein. Genau. Jetzt kommt die da wieder rein. So, abtropfen lassen. Und zack. Und jetzt kommt das restliche Mehl hier wieder drumrum. Und genau das gleiche machen wir mit der kleineren Zwiebel dann auch noch. Beide Zwiebeln haben jetzt das volle Wellnessprogramm gekriegt. Und achtet auch darauf, dass wenn ihr das macht, hier schön in den Zwischenräume zwischen die einzelnen Zwiebelschichten mit der Mehlmischung zu gehen. Dann wird das Ganze nämlich nachher, oder ich sag mal so, der Geschmack wird es euch nachher danken. Jetzt kommen die beiden für eine Stunde ins Gefrierfach bzw. in den Kühlschrank. Dann gehen wir noch mal ein kleines bisschen auf und dann sehen wir uns gleich am Dutch Oven wieder. Während die Onions vor sich hinfrieren, machen wir natürlich dazu noch einen Dip. Ja? Der besteht hier aus ungefähr 200 Gramm Mayonnaise, ca. 4 Esslöffel Ketchup. Hier haben wir, glaube ich, so 20 Gramm Zucker. Hier haben wir noch ein bisschen Paprikapulver, so einen Teelöffel. Hier haben wir nochmal 4 Esslöffel Sour Cream und 2 Esslöffel Sahne-Meerrettich. Das Ganze kommt in die Schale, wird vermengt und dann kommt es in den Kühlschrank, bis serviert wird. Habe ich noch nie gemacht oder haben wir noch nie gemacht. Mal gucken. Also die Blumen Onions haben wir bisher auch noch nie gemacht. Die hat sie jetzt gesagt, wie in den Eisschrank gebracht, ne? Genau, die sind jetzt im Eisschrank und frieren da vor sich hin. Anfrieren. Anfrieren, ja. Nicht länger als eine Stunde. Also das macht keinen Sinn, dass die dann komplett durchgefroren sind. Wozu dient das? Das soll dazu dienen, dass die Zwiebel nochmal, so wie wir sie eingeschnitten haben, noch ein bisschen weiter aufgeht. Und das hilft nachher beim Frittieren, wenn dann die einzelnen Zwiebelringe noch ein bisschen weiter auseinander sind. Dann kommt das beim Frittieren, wenn die einzelnen Schichten dann etwas krasser. So, ich würde also sagen, geschmacklich ist das schon, und das kommt alles zusammen, ja. Also was reingehauen hast, das ist schon, ja. Das ist schon, ja. Was heißt ja? Schmeckt interessant. Schmeckt auf jeden Fall meerrettichlastig. Na, wir warten mal, wenn der jetzt ein bisschen durchzieht im Kühlschrank. Den packen wir jetzt, wie gesagt, für die Zeit nochmal in den Kühlschrank. Bis gleich. Der Dutch Oven liegt jetzt auf einer ganzen Menge von Briketts. Wir haben ihn jetzt knapp eine Dreiviertelstunde drauf gehabt, 2 Liter Öl drin, also Frittieröl, und haben jetzt etwa 190 Grad. Ich nehme jetzt einfach mal den Deckel ab. So, jetzt gucken wir mal. So circa 15 Sekunden langsam rein. Guck ich mal an. Oh, ich hab Schiss. Das riecht aber sehr geil. Dann drehen wir sie einfach vorsichtig um. So. Jetzt lassen wir sie so 6 Minuten ungefähr drin, falls ihr mich noch hören könnt. Bis sie goldbraun ist. Gucken wir mal. Macht nicht den Fehler und hebt die zwischendurch raus, sondern lasst die einfach, gebt ihr die Zeit, dass sie hier vor sich hin brutzeln kann. Wir nehmen die jetzt einfach mal raus. So, Nummer 1. Mal gucken. Jetzt die nächste gleich. Nee, das geht jetzt, wenn ich hier erstmal den beiseite stellen, damit er abtropfen kann. Kommen wir zur Verkostung.
erstmal optisch außen ganz gut gelungen. Innen sieht es noch nicht so super aus. Schon. Für den ersten Versuch würde ich sagen, ist das aber okay. Sieht nicht aus wie im Outback oder wie auch immer die Steakhouse-Kette in Amerika heißt. Ich finde schon, dass das gut aussieht. So, lass uns mal probieren. Ja, hier ist unser selbstgemachter Dip. So, normalerweise sollte es so sein, dass wir das jetzt einfach abziehen können. Normalerweise. Oh ja. Ein. Und. Oh. Das ist gut. Banane sehr gut. Leichtes. Leichte Vorspeise so im Sommer. Also super lecker. Probiert das mal aus, seid aber extrem vorsichtig mit dem Fett. Ja. Wir haben hier ordentlich rumgesaut, das wird auch bei mir von der Regierung nochmal ordentlich Ärger geben. Aber wir sind natürlich bemüht, da jetzt nicht so viel Dreck zu machen. Da solltet ihr wirklich drauf achten, mit so heißem Fett, heißem Öl, da ist nicht zu Spaß. Aber schmeckt geil, muss man wirklich sagen. Super lecker, probiert's aus, macht's nach. Gibt ja auch schon zig Videos davon. Insofern gerne auch einen Daumen nach oben, netten Kommentar. Und hier abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Gerti. Und Mucki. Ciao. So, lassen wir essen jetzt. Sau hier nicht so rum. Komm, gut. Der Dip, da war der Meere, die kam sehr stark durch. Und das war doch ziemlich scharf für einige. Ja, also wäre das nicht so gern. Gut, wir mögen das ja sowas, genau. Aber das war, müssen wir dann auch einsehen. Da kann man dann noch andere Sachen ein bisschen weniger reinmachen. Oder wie er schon sagte, bei der Banane oder bei dem Dip, da gibt es etliche Geschmacksrichtungen. Genau, versucht einfach das aus, was ihr mögt. So, jetzt aber. Tschüss. So. Mucki, wenn es dir nichts ausfällt, ich müsste los. Mach mir was aus. Da muss ich noch mit sauber machen. Ja, du auf jeden Fall.